Tage nach dem 8. Mai, Befreiungstag, möchte ich gerne was über diesen Widerstandskämpfer erzählen. Ich lese jetzt was vor aus einem Text, der auf gedenkbuch-wuppertal.de zu finden ist. Otto Böhme wurde am 4.12.1897 in Wuppertal-Elbefeld geboren. Am 25. Februar dieses Jahres jährte sich zum 80. Mal der Tod des Wuppertaler Widerstandskämpfers. Und an dem Tag wurde eine Gedenkplatte auf diesem Platz enthüllt. Das sieht ihr da. Otto Böhme starb im Krankenhaus in Papenburg an den Folgen der grauenhaften Misshandlungen, die ihm in KZ Kemner und in KZ Bürgermoor zugefügt wurden. Böhme wohnte in der Wegkerstraße auf dem Elbefelder Ölberg. Das ist die Straße da. Er war Organisationsleiter und Stadtverordneter der KPD. Böhme lernte Schnöcher und nahm als Soldat am Ersten Weltkrieg teil. Nach dem Krieg kehrte Böhme nach Wuppertal zurück und arbeitete als Schlosser bei der Firma Quante. Er schloss sich in Elbefeld der KPD an und übernahm verschiedene Funktionen im Jugendverband und später in der Partei. Als Organisationssekretär war er verantwortlich unter anderem für die Organisierung der großen Zehlmann-Kundgebung im Juli 1932. Im März 1933 wird er noch als Vertreter der KPD in den Stadtrat gewählt. Otto Böhme wohnte mit seiner Frau und seiner Tochter in der Straße, die ich gerade genannt habe, zur Decker Straße, Nummer 37. Otto Böhme geriet schnell in die Schusslinie der NS-Machthaber. In April 1933 war er in Duisburg in Schutzhaft, wurde aber wieder nach Hause entlassen. Im Juli 1933 wurde Böhme in seiner Wohnung nachts von SA-Kommandant Alfred Hilges und andere SA-Männern überfallen und vor den Augen seiner 13-jährige Tochter misshandelt. Wenige Tage später brachte man Böhme in das Wuppertaler KZ Kemner. Hilges wollte sich an ihm für einen Feuerüberfall auf einen SA-Zug in der Werker Straße in der Elbefelder Nordstadt, hier also am 26. Februar 1933 rächen. Die SA hatte sich übrigens während der Schießerei in Hauseingänge verkrochen. Böhme wie Hilges vor, auf seine Mutter geschossen zu haben. Böhme wurde auch persönlich misshandelt und Hilges sorgte dafür, dass die Wachmannschaft auch entsprechend vorging. Im Lager und bei der SA war allgemein bekannt, dass Böhme zum Zeitpunkt der Schießerei nicht im Wuppertal, sondern an der KPD-Parteischule in Berlin war, selbst also auf keinen Fall geschossen hatte. Trotzdem arbeitete die SA zielstrebig auf seinen Tod hin. In den letzten Tagen der Kemner, lange nach der Ablösung Hilges, ist Otto Böhme endgültig zugrunde gerichtet worden. Als er und etwa 12 andere Häftlinge gezwungen wurden, eingedrungenes Grundwasser aus dem Zellentrakt des Neubaus aus abzuschöpfen. Die Arbeit hatte am 17. Januar morgens um 9 Uhr begonnen. Dabei mussten die Häftlinge die ganze Zeit über in dem etwa 65 cm hohen eiskalten Wasser stehen, was schon alleine zu einer schnellen Erschöpfung führte. Hier zeigt sich noch einmal eindeutig der Charakter der Arbeit in der Kemner als Terrorarbeit. Das Wasser floss schneller nach, als das abgeschöpft werden konnte, End- und Sinnlosigkeit, verbunden mit körperlicher Überlastung und Untertechnisierung, Blechbüchsen und Eimer. Der Transport der letzten Kemner-Insassen ins Moor stand unter dem Kommando von Maikranz. Wieder wurde Böhme besonders schikaniert, indem er an seinem Mithäftling Robert Brink gekettet wurde. Nach Brinks Aussage erhielt Böhme von Maikranz auf der Fahrt mehrere Stöße mit einem Gewehrkolben vor die Brust, von denen er sich nicht mehr erholte. Bei der Übergabe des Transports musste Maikranz auf Anweisung des Verantwortlichen des KZ Bürgermoor die Handschellen abnehmen. Der inzwischen Betrunkene rief Brink und Böhme nach: "Verrecken müsst ihr doch, ihr Schweine." Am 25. Februar 1934, gut einen Monat nach der Schließung, erlag Böhme im Papenburger Krankenhaus seine Verletzungen. Als offizielle Todesursache wurde eine Lungen- und Rippenfellenentzündung und Herzschwäche angegeben. Otto Böhmes Leiche wurde nach Wuppertal überführt und 2 Tage in seiner Wohnung in der Werkerstraße aufgebahrt. Seine Genossinnen organisierten eine Totenwache und seine Beerdigung auf dem Kommunalfriedhof in Ronsdorf wurde nochmal zu einer antifaschistischen Demonstration.
Otto Böhle ist aber nur einer der Widerstandskämpfer auf dem Ölberg gewesen. Ein weiterer Genosse, der von das Nazi-Regime ermordet wurde, war der Anarcho-Syndikalist Hermann Steinacker. Die Anarchistinnen trafen sich früher in der Kneipe, hier auf der Ecke, am Otto-Böhle-Platz. Das, wo jetzt das Stillbruch ist. Ich lese jetzt was kurz noch vor aus dem Text von Dieter Nelles. Steinacker schloss sich während des Sozialistengesetzes der SPD an. Später wurde er Anarchist. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges saß er als Kriegsgegner bis März 1916 ohne Gerichtsverfahren in Schutzhaft. Bis 1933 war Steinacker einer der führenden Funktionäre der anarcho-syndikalistischen Freie Arbeiterunion Deutschlands, die FAUD. Er organisierte nach der nationalsozialistischen Machtergreifung die illegale Arbeit der FAUD und hielt die überregionale Kontakte zu FAUD-Genossen, die im Rheinland eine Fluchthilfeorganisation nach den Niederlanden aufgebaut hatten. Im Oktober 1934 wurde er verhaftet und wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu einem Jahr und 9 Monate Haft verurteilt, die er im Zuchthaus Lüttringhausen absaß. Unmittelbar nach seiner Entlassung nahm er die illegale Arbeit wieder auf und sammelte nach Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs Solidaritätsgelder für die spanischen Genossen. Am 19. Januar 1937 wurde er erneut verhaftet und zu einer Zuchthausstrafe von 12 Jahren verurteilt. Im Januar 1944 deportierten die Justizbehörden Steinacker in das KZ Mauthausen, wo er am 14. April 1944 ermordet wurde.